Ein Wochenende lang stand Göttingen im Zeichen der Musik. Zum dritten Mal gastierte der Radiosender NDR 2 mit seinem Soundcheck-Festival in der Stadt. Sowohl Newcomer als auch etablierte Künstler folgten der Einladung und boten ein abwechslungsreiches Programm. Also wir freuen uns erstmal sehr, dass wir zum dritten Mal hier wieder sein können. Das Besondere ist natürlich, dass man Newcomer in ganz kleinen Locations sieht, die irgendwann richtig steil gehen. Das bedeutet, wenn die in ein paar Jahren die großen Hallen füllen, dann können die Zuschauer hier sagen, Mensch, ich habe in der ersten Reihe gestanden, ich war noch ganz nah dabei. Und wir haben ja auf dem Albani-Platz unsere große City Stage aufgebaut. Da kommen alle Künstler auch nochmal vorbei, geben Interviews, lassen sich gerne nochmal fotografieren, spielen nochmal einen Song. Also so nah wie hier erlebt man die Künstler eigentlich sonst nirgends. Nachdem Jan Delay am Donnerstagabend das Festival in der Stadthalle eröffnete, fanden in vielen weiteren Locations wie dem Deutschen und dem Jungen Theater Konzerte statt. Eine Chance für die städtische Gastronomie, sich einzubringen. Also es wird tatsächlich von Jahr zu Jahr besser und das ist halt ein schönes, ja, ist eine schöne Veranstaltung. Ne? Also für uns, für die Gastronomen sowieso, aber auch für die Leute. Also das wird auch gut angenommen und immer besser. Ne? Ein positiver Trend, den auch Elke Wisswedel nach 3 Jahren als NDR 2 Soundcheck-Bühnenmoderatorin ausgemacht hat. Ja, ich merke tatsächlich eine Veränderung, denn das Festival hat sich hier festgesetzt in der Stadt, im positiven Sinne. Das bedeutet, die Leute wissen das jetzt schon, die kaufen sich früh genug Tickets, die kommen auch hier zu uns zur Bühne, weil sie einfach wissen, was passiert. Und im ersten Jahr war das so, dass man, Mensch, was macht ihr denn hier? Und ach, das ist ja mehr als ein Konzert. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir noch ein bisschen mehr Konzerttickets besorgt. Das ist in diesem Jahr schön, dass die Leute wirklich wissen, was sie erwartet und es nutzen und bei uns sind und dabei sind und einfach mit uns feiern und das freut uns sehr. Auch wenn das City Stage Gelände erst am späten Nachmittag viel Zulauf fand, hat das Festival für viele Besucher an Bedeutung dazugewonnen. Für die Stadt ist das bombastisch. Also es ist eine tolle Chance für die jungen Künstler, die hier auftreten. Und einfach auch für die Stadt ist es ein tolles Ereignis, weil hier in der Region, finde ich, hat sowas gefehlt. Und es ist das dritte Mal und ich finde, man sieht ja auch, es kommt gut an. Viele junge Menschen hier, allein durch die Studenten schon. Und da ist so ein Festival natürlich genau das Richtige. Während internationale Acts am Abend die großen Bühnen betraten, absolvierten Künstler der Region in den Innenstadtclubs ihren eigenen Soundcheck. Die Göttinger Band Emmett Ray konnte bereits am Nachmittag einen Song auf der NDR 2 City Stage performen. Ihr späteres Konzert im Liveclub Exil gehörte ebenfalls zum NDR 2 Rahmenprogramm. Es ist überregional bekannt und ich finde es eine gute Sache. Also gerade die Mischung aus ziemlich bekannten Künstlern und diesem Lokalkolorit, den wir hoffentlich auch mit beitragen, finde ich gut. Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ne? Also, dass wir auch da eine Chance kriegen, da 5 Minuten für NDR 2 auf der Bühne zu stehen, ist sicherlich irgendwie auch eine tolle Sache. Vielleicht hat es ja jemand gehört. Die buchen gut, die organisieren das gut. Das ist schon ein dickes Ding. So. Also für Göttingen was Vergleichbares gibt's hier nicht. Spätestens in diesem Jahr konnte sich der NDR 2 Soundcheck als Göttinger Festival etablieren, das sowohl populärer Radiomusik als auch lokalen Newcomern eine Bühne bietet.